Genau, Arowana Center, wir sind immer noch hier. Offensichtlich. Ich habe es zwar gerade ein bisschen verpasst, aber wir sind immer noch hier. Oh Gott, von daher, ja, machen wir doch einfach mal weiter mit Splatoon. Ich hatte das Schild nicht rechtzeitig. Ich wusste, dass er da ist. Und ich wusste auch, dass er sich da versteckt, aber ich hatte gehofft, dass ich das verdammte Schild rechtzeitig krieg. Ach, aber natürlich nicht. Natürlich nicht. Wäre auch zu schön, wenn ein Plan funktioniert. Oh Gott. Das war haarscharf. Och, Ness. Doch, komm schon! Alter! Ja, diesmal hat es funktioniert. Ja. Ich denke nicht, dass ich genug Punkte rausholen konnte. Aber... Och, komm schon! Verdammt noch eins. Ich will mit einem Sieg enden. Ich denke, mit dem nächsten Sieg würde ich auch echt beenden, weil... Boah. Vielleicht doch nicht. Die Sache ist, wahrscheinlich bin ich letztendlich doch noch länger hier, einfach weil ich süchtig bin. Wenn ich mal Splatoon spiele, dann will ich so lange Splatoon spielen wie möglich. Oh Gott. So, das hier nenne ich mal Ablenkungstaktik. Wobei das, glaube ich, nicht so gut funktionierte, wie ich dachte, weil ich niemanden wirklich abgelenkt habe. Oder hier hinten einfach nichts passiert ist. Ich weiß es gerade echt. Sieht irgendwie nicht so aus, als wäre hier irgendwas passiert. Warum ist hier denn alles nur so unorange? Guckt euch das mal an. Da unten ist Wasser, okay. Aber hier ist ja nix orange. Kann das denn sein?
Hier ist teilweise generell irgendwie nicht viel bunt. Ich mag das Schild. Brauche ich echt einfach eine bessere Waffe mit Schild. Weil der Junior-Kleckser so als Standardwaffe halt dann doch ein bisschen Probleme hat. Kommt hier einer? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich spritz. Ah, da ist er. Ich dachte gerade schon, warum ist der so. Warum braucht der so lang? Aber okay. Ich wollte eigentlich mit meinem Schild warten. Beziehungsweise ich wollte ihn einfach gehen lassen. Aber er hat mir ein bisschen zu lang gebraucht. Von daher musste ich dann halt. Es tut mir echt leid. Das war nicht meine Absicht. Aber. Hey, mein Gott. Das Schlimme ist aber, dass es überhaupt nichts bringt, dass ich hier hinten das alles ablenke, weil in der Mitte nichts passiert. Wir haben die Mitte sowas von verloren und damit wahrscheinlich auch das Match. Aber alter Vater, ey, ich sag's dir. Guckt euch das mal an. Warum hab ich denn da hinten die ganze Zeit gestanden und hab alles eins betont, wenn in der Mitte keine Sau was macht? Plättfest, mehr Stressfest. Ja, nee, keine Ahnung, es ist gerade. Wie gesagt, ich habe schon öfter gesagt, dieses Splatfest, auch wenn ich öfter mal Matches gewinne, macht echt keinen Spaß. Ich weiß nicht, irgendwie stresst es mich gerade mehr, als es wirklich Spaß macht, was echt traurig ist, aber. Oh Gott, wie viele sind da denn? 3, offensichtlich. Boah, leck. Aber gut, schön, dass bei uns auch jeder hier hinten rumlungert und nichts passiert. Das ist. War mir nicht sicher. Ich dachte, ich hätte noch gesehen, dass jemand hier ist, aber scheinbar habe ich mich vertan. Mist! Da war der Typ mit seinem Sniper war noch da unterwegs. Und was machst du denn hier? Ah, Gott. Ah, naja. Was will man machen? Der hatte wohl keine Tinte mehr. Angriff ist die beste Verteidigung. Behaupte ich in dem Fall einfach mal. Nein, da ist einer. Oh Gott. Weg, 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 weg. Alle mal weg. Mist. Da war noch einer. Zu viele Gegner. Ohne Witz. Ich weiß gar nicht, wie das sein kann, dass hier alles voller gegnerischer Tinte ist, wenn ich gefühlt 3 Leute von denen vor meiner Nase habe.
Das ist echt krass. Boah, wenn man sich mal anguckt, dass ich habe knapp 1000 Punkte und krieg's. Ah, Gott, nee, das gibt's doch nicht. Also mit knapp 1000 Punkte ohne die 300 Bonuspunkte kann ich mich, glaube ich, echt nicht beschweren und Panda hier auch nicht. Die anderen beiden wiederum scheinen irgendwie nicht so viel zu tun. Gerade Jacques mit dem Roller ist, glaube ich, echt sehr unnütz gewesen. Also kam mir zumindest sehr unnütz vor in dem Match. Aber ich weiß es auch nicht, vielleicht irre ich mich, ja. Ich hoffe, ich irre mich. Oh Gott! Uah. Oh, ich hab das Schild schon. Oh Gott sei Dank. Sehr hilfreich gerade, dass ich das Schild schon hatte. Das ist mir nämlich ehrlich gesagt ein bisschen spät aufgefallen. Aber phew. Phew indeed. Das hier ist eine schlechte Idee. Zu viele Gegner. Ich habe kein Schild. Mist, und das hier hat auch wieder nicht gereicht. Und hier ist einfach alles lila. Das gibt's doch gar nicht. Wenn man nicht alles... Huch, hey, hi. Das war knapp. Oh Gott, oh Gott. Schwapper unterwegs, offensichtlich. Wo, wer? Alter Falter. Wow. Aber ja, ich bin gerade am Überlegen, wo ich lang soll, weil hier alles lila ist. Nichts orange hier. Ja, doch, hier ist schon noch einiges orange, aber ich meine, das ist auch unser Gebiet. Es wäre sehr traurig, wenn das hier nicht alles orange ist. War ein sehr, sehr dummes Schild. Das war ein Panikschild. Panikschilde sind nie gut. Weil meistens unnötig. Also ich wäre sehr traurig, wenn wir das hier jetzt verloren haben, weil gottverdammt, meine Punktzahl ist echt der Wahnsinn. Wenn ich das mal so sagen darf. Und natürlich haben wir verloren! Goddammit, das gibt's doch nicht! Das gibt es doch nicht! Guckt euch das an, ich habe 1125 Punkte ohne die 300 Siegpunkte. Das gibt's doch nicht, wie kann das denn sein? Boah, leck mich am Arsch. Tut mir leid für die Kraftausdrücke, aber... Kann ich noch mit einem Sieg enden? Das ist die Frage hier. Kriege ich heute noch einen Sieg hin? Kriege ich irgendwann vielleicht mal wieder ein Team, mit dem ich gewinnen kann? Das ist die Frage aller Fragen hier momentan.
Weil wenn man sich meine Punkte ansieht, dann wisst ihr genau, dass es nicht an mir liegt. Wobei das hier gerade nicht unbedingt die beste Idee war, aber... Mein Gott. Geh mal stark davon aus, dass wir sowieso wie immer wieder verlieren. Wobei hier offensichtlich schon jemand war. Ich wollte gerade sagen, kann der sich vielleicht ein bisschen beeilen, hier aufzutauchen? Ach, dammit! Hat mich noch erwischt. So, wie wäre es, wenn jetzt mal, wenn ihr hier mal jetzt ein bisschen, ihr habt jetzt freie Bahn, ihr könnt jetzt ein bisschen laufen. Ich mache hier währenddessen mal alles orange. Ihr das schon nicht auf die Reihe kriegt, dann mache ich das eben. Nur, da waren sehr viele um mich rum und es bringt das. Mein, jedes Mal, wenn ich unten auf die Karte gucke, sehe ich drei Leute hier hinten bei uns im Gebiet rumlaufen, statt irgendwo mal in der Mitte wirklich was zu erobern und zu kämpfen. Das ist so unfassbar hier. Und haushoch verloren mal wieder, weil mein Team nichts auf die Reihe kriegt. Seit gefühlt einer Dreiviertelstunde. Das ist so zum Kotzen, das ist einfach so dermaßen zum Kotzen. So, ich bin jetzt einfach wirklich, vielleicht bin ich jetzt einfach mal komplett ruhig, einfach weil ich dieses verdammte Spiel endlich gewinnen möchte. Verdammt! Ah. Immerhin, wenigstens verteidigt dieses Team die Mitte nach Möglichkeit. Dafür ist hier hinten halt nichts. Da muss ich mich mal kurz ein bisschen drum kümmern. In der Zeit kriegen die hoffentlich die Mitte verteidigt.
Weil hier hinten ist halt echt so gar nichts. So gar nichts orange. Gottes Willen. Komm schon, ich brauche nur noch ein bisschen für das Schild. Gut. Ich glaube, das haben wir gewonnen. Ich glaube, das haben wir ausnahmsweise mal gewonnen. Komm schon, bitte, bitte, bitte. Das sieht extrem gut aus. Yes! Endlich! Endlich, endlich, endlich! Ah, Gott sei Dank, ich bin weg. Tschüss! Dieses schreckliche Splatfest endlich hinter mir. Gott sei Dank. Oh. Oh, auf der anderen Seite, die 5 Punkte, die kriegen wir jetzt auch noch hin. Vielleicht kriege ich ja noch einen weiteren Sieg hin, ansonsten. Ach, boy, oh boy. Man muss übrigens mal nebenher anmerken, dass ich jetzt 1,5 Stunden spiele ungefähr. Bisschen länger, glaube ich sogar. Und immer noch nicht mein T-Shirt voll habe. Und ich nach 26 Minuten schon Leuten begegnet bin, die das T-Shirt voll hatten. Was mir spontan ein bisschen sehr seltsam vorkommt. Bin gerade in unserem eigenen Gebiet hier am Eintinten, weil hier hinten nichts ist. Das ist eigentlich irgendwie auch traurig. Witzig traurig. Ne? Gut, okay, das war. Da war ich schon zu sehr angeschlagen. Ich glaube, ich weiß, wo ich mal hin muss, nämlich hier hoch. Dringendst offensichtlich. Es gibt irgendwie nicht so viel zu tinten hier, was mich jetzt nicht unbedingt ärgert, weil es damit auf jeden Fall der finale
der finale Sieg sein wird. Oh Gott! Ich hab's überlebt. Unfassbar, ich hab's überlebt, ein Tintentitan. Oh Gott, oh Gott! Ja, gut, nee, da konnte ich natürlich nichts tun, aber ich denke, es sieht momentan tatsächlich ganz gut aus mit dem finalen Sieg. Wenn man sich das hier mal anguckt, das Ganze doch sehr orange. Was ich gut finde, dann bin ich wenigstens noch ein was auch immer ich als nächstes für einen Rang habe. Aber ich muss zeitlich auch aufhören, was eigentlich traurig ist, weil ich jetzt endlich mal wieder ein Team habe, das gut spielt. Wurde ja auch Zeit. Aber ja, wie dem auch sei, das war das Stressfest, Splatfest. Und ich bin ein glorreicher Pro-Ananas-Fan und damit gebe ich zurück in die Zentrale. Wir sehen uns im nächsten Part, wenn es hoffentlich nicht mehr so stressig weitergeht.